Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir in BB. Wir stehen jetzt hier direkt an der S-Bahn-Haltestelle in Rutesheim. Und warum wir das machen, das ist ganz einfach. Neben mir ist Gudrun Zülke, sie ist Landesvorsitzende vom ADFC. Und Sie sind natürlich zum einen mit dem Fahrrad, aber zum anderen von der Stuttgarter Stadtmitte mit der S-Bahn hier angereist. Und wir stehen hier, weil Rutesheim hat den 4. Platz belegt bei Städten unter 20.000 Einwohnern beim Fahrradklimatest 2018. Was steckt denn überhaupt hinter dem Fahrradklimatest? Der ADFC Fahrradklimatest ist die weltweit größte Umfrage, wie sich die Radfahrer in ihrer Kommune fühlen. Und wir tun jetzt insgesamt seit 1988, haben wir jetzt die 8. Umfrage durchgeführt, seit 2012 alle 2 Jahre, immer in den geraden Jahren tun wir im Herbst, alle Radfahrer befragen, wie sie sich in ihrer Stadt fühlen, deutschlandweit. Es geht natürlich nicht, dass wir auf den Platz 4 kommen, wenn die Stadt nichts dafür tut. Und da haben wir nämlich auch noch eingeladen, die Bürgermeisterin, das ist Susanne Wiedmeier. Was haben Sie denn jetzt nur in einem Satz gesagt? Während Ihrer Amtszeit, seit einem Jahr sind Sie ja Bürgermeisterin, was haben Sie in der Zeit machen können, bewegen können, erreichen können? Ja, das sind vor allem 3 Dinge. Das eine ist, wir sind gerade aktiv an einem Mobilitätskonzept. Der zweite Punkt, Sie sehen jetzt hinter sich die Regioräder, die haben wir kürzlich im März einen Beschluss gefasst, dass wir die auch in die Ortsmitte stellen. Wir sind innerhalb der Stadtverwaltung sehr aktiv. Also wir fördern sowohl den Fahrradverkehr unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und es sind vor allem 2 Punkte, auch können und wollen. Wir wollen und wir können und wir setzen uns intensiv für den Fahrradverkehr ein. Apropos Stadtverwaltung, in Böblingen haben wir ja auch einen relativ neuen Oberbürgermeister und der fährt für sein Leben gerne Fahrrad, bekommt aber trotzdem jetzt einen Dienstwagen, einen ganz besonderen. Da steht er vor dem Rathaus, ein niegelnagelneuer Mercedes GLC F-Cell. Und da kommt der, der ab sofort damit fahren wird, Oberbürgermeister Stefan Belz. Eigentlich bekannt dafür, zu fast jedem Termin zu radeln und nicht gerade der SUV-Typ. Ich denke mal, Fahrradfahren ist das eine, aber ich bin auch gern Automobil unterwegs. Aber wenn ich Automobil unterwegs bin, dann möchte ich es eigentlich jetzt gern auch vorbildlich unterwegs sein, nämlich mit der neuesten Technik. Und ich sehe in der Brennstoffzellentechnik einfach ein großes Potenzial, weil es emissionsfrei ist und wir eigentlich auch auf einem guten Weg sind, da einen Beitrag zur Energiewende und Wärmewende auch zu leisten. Stimmt natürlich. Wenn schon Auto sein muss, dann wenigstens eines, das nur Wasserdampf ausstößt, anstatt giftiger Abgase. Aber hätte es nicht auch ein Fahrzeug eine Nummer kleiner getan? Sie haben 2 große Wasserstofftanks bei 700 Bar. Das heißt, da ist Platz, da wird Platz benötigt. Und für die gesamte Infrastruktur, für die technische Infrastruktur braucht man Platz. Und Daimler hat jetzt eben auch versucht, und das ist, denke ich, auch ganz gut gelungen, das jetzt in dem GLC unterzubringen. Wenn mal die Zeit kommt, dass man das auch in kleinere Fahrzeuge hineinbekommt, dann bin ich da natürlich sehr offen. Also ein SUV, das ist jetzt sozusagen dann die andere Seite, die man einfach jetzt erstmal akzeptieren muss mit dieser neuen Technologie. Da kommt schon ein bisschen der Fachmann durch. Als Raumfahrtingenieur kennt sich Belz natürlich aus mit Brennstoffzellen. Wasserstoff ist ja quasi Raketentreibstoff. Wird der Ingenieur da ein bisschen wehmütig, dass er den nicht in einer echten Rakete, sondern eben nur in einem Dienstwagen nutzen kann? Naja, vielleicht schon ein bisschen Wehmut dabei, aber ich habe jetzt hier die Aufgabe in Böblingen und von dem her freut es mich umso mehr, dass ich jetzt diese Wasserstofftechnologie in Böblingen auch zeigen kann. Und macht einfach Spaß, jetzt mit Wasserstoff unterwegs zu sein. Ob es denn auch wirklich Spaß macht, probiert der OB dann auch gleich auf dem Marktplatz aus. Und wie ist es? Es fährt sich wie ein elektrisches Auto, auch sehr geräuschlos. Man kann einfach losfahren, man hört kein Brummen des Motors mehr. Und von dem her ist es nochmal ein ganz neues Gefühl, aber dieses neue Gefühl ist das Gefühl für die zukünftige Mobilität. Übrigens wirklich ein Blick in die Zukunft. Der GLC mit Brennstoffzelle existiert bisher nur ein paar Mal. Bis er in Serie geht und für Otto Normalverbraucher zu haben ist, wird das noch etwas dauern. Sie sind auf Platz 4 beim Fahrradklimatest. Es gibt da so eine ganz blöde Geschichte. Es sind Einbahnstraßen für die Fahrradfahrer entgegengesetzter Fahrtrichtung offen, hier in Rutesheim nicht. Naja, man muss dazu sagen, wir haben eine einzige Einbahnstraße. Eben. Die 80 Meter könnte man mit 2 Schildern
jederzeit öffnen, aber eigentlich ist es nicht sinnvoll, weil das der Fahrradverkehr nicht fördert. So, aber ich glaube, das sind ja jetzt auch so Umfragen, die jetzt auch eher für große Städte angelegt sind und nicht unbedingt für Kommunen unter 20.000. Was müsste jetzt Rutesheim machen, um den Platz 3 zu erreichen oder noch besser? Also wir haben uns gestern Rutesheim nochmal angeschaut. Die sind auf einem guten Weg, weil sie auch mit der Verkehrsberuhigung im Innenstadtbereich sehr viel getan haben. Und ich denke, das müssen sie konsequent weitermachen. Apropos Stadtzentrum, genau da fahren wir jetzt gemeinsam hin. Das Ganze nach der Werbung. Steht das Wasser bis zum Hals? Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Jetzt stehen wir hier auf dem Rathausplatz. So, und Sie sind ja jetzt hier in Rutesheim beim Fahrrad-Klimacheck auf Platz 4 gelandet. Aber 2017 und 2018 beim Stadtradeln war Rutesheim schon Platz 1. Was macht bitte Rutesheim so fahrradattraktiv? Ich denke, wir haben wichtige Multiplikatoren, die extrem viel fahren und die sehr viel Werbung dafür auch machen. Und das motiviert viele andere mitzumachen. Also das ist zum einen mein Stellvertreter, der viel radelt, viele Gemeinderäte. Und wir ziehen ganz viele andere dann mit, von den Schulen bis zum Freizeitradeln. So, wie sieht denn die Zukunft aus? Was wird denn in Zukunft noch gemacht? Werden denn auch die Bürgerinnen und Bürger hier in Rutesheim befragt? Was ist wichtig für die? Ja, die werden tatsächlich jetzt gerade befragt im Mobilitätskonzept. Wir wollen in Arbeitsgruppen mit denen auch nochmal überlegen, wie wir den Verkehr innerhalb der Stadt mehr auf, zum Fußverkehr und zum Radverkehr bringen können, was sie wollen, was sie brauchen, um umzusteigen. Und wir werden das in den nächsten Jahren weiter pushen. Wir haben ja heute eine ganz, ganz tolle Sendung zusammengestellt. Da geht es wirklich um Ökologie. Also wir fahren Fahrrad, es gibt ein Brennstoffzellenauto und es gibt einen Baum. Kennen Sie den Baum des Jahres? Nein, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Sie? Nee, ich auch nicht. Man kann nicht alles wissen, aber gleich erfahren Sie es. Das ist er, der Baum des Jahres 2019, die Flatterulme. Und die wird heute geehrt. Einmal im Jahr pflanzen wichtige Menschen aus dem Kreis mit mehr oder weniger großem Tamtam den Baum des Jahres symbolisch. Aber Moment, stopp. Da fehlen doch noch Landrat und Bürgermeister. Sollten die nicht den Baum einpflanzen? Ich hätte natürlich gerne sozusagen mich körperlich eingebracht, aber es ist alles sehr gut vorbereitet gewesen. Es geht ja auch eher um einen symbolischen Akt. Und der findet dann natürlich mit allen wichtigen Personen statt. Denn mindestens so wichtig wie die Teilnehmer ist der Anlass. Der Baum steht für Nachhaltigkeit, steht für Zukunft. Wir haben tolle Streuobstbäume. Wir haben aber auch 35% Wald in unserem Industriekreis, was gar nicht so bekannt ist. Der Schönbuch zählt dazu, aber auch im oberen Gäu haben wir tolle Wälder, den Glemswald. Und der Wald hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Deswegen wird der Schönbuch bei Herrenberg heute auch um einen Baum reicher. Eine Flatterulme, wie gesagt. Ganz praktisch, dass ausgerechnet sie der Baum des Jahres ist, denn bisher gibt's davon hier wenige. Bisher werden sie große Schwierigkeiten haben, diese Flatterulme bei uns zu finden. In Deutschland hat sie noch eine relativ große Verbreitung in den ostdeutschen Bundesländern. Aber hier im Schönbuch muss man diese Baumart bisher noch suchen. Und warum heißt sie nun ausgerechnet Flatterulme? Die Flatterulme unterscheidet sich von den anderen beiden Ulmenarten durch den langen Stiel der Früchte und auch der Blüten. Und bei Windbewegung flattern die eben und deswegen dieser Name. Noch hat die neue Ulme weder Blätter noch Blüten oder gar Früchte zum Flattern. Bei der intensiven Pflege, die ihr das Pflanzteam von der Friedrich-Fröbel-Schule heute zukommen lässt, kann es aber eigentlich gar nicht mehr lange dauern, bis sie austreibt.
Radfahren ist natürlich für die einen oder anderen schon mehr als eine Veranstaltung. Wenn Sie sich aber nicht so gerne auf dem Rad bewegen wollen, haben wir noch ein paar andere Tipps. In Warmbronn geht's wieder um die Wurst oder besser gesagt um den Waldmeister. Den Titel kann sich holen, wer einen der 7 Läufe gewinnt. Vom Bambini-Lauf für die Kleinsten über 5,5 und 10 Kilometer bis zum Halbmarathon ist für jeden was dabei. Infos und Anmeldung auf waldmeisterlauf.de. Starke Stücke Soul verspricht die Playground-Band mit der Sängerin Johnny im Blauen Haus. Sie schöpft dabei aus dem Vollen emotionaler Höhen und Tiefen und bringt begleitet von exzellenten Musikern schönsten Soul auf die Bühne. Weniger tiefgründig, dafür mehr zum Abgehen, ist die 90er-Party im Sensapolis mit DJ Crazy P. Der schickt die Party-People auf eine Zeitreise zu Dr. Alban, Vanilla Ice, den Backstreet Boys und noch mehr Dancefloor-Knallern aus dem letzten Jahrtausend. Zurück aus den Veranstaltungstipps und zurück auf den Drahtesel. Frau Sülke, hier in Rutesheim gibt es ja kaum noch etwas zu verbessern, sonst wären die ja auch nicht Platz 4 geworden. Platz 4 immerhin, also wir sprechen jetzt nicht vom Kreis oder vom Land, sondern wir sprechen bundesweit. Werden Sie denn vom ADFC auch mal gefragt, von Städten und Kommunen, was zu beachten ist, wie man wirklich mal so eine Stadt fahrradattraktiv machen kann? Ja, in der Tat. Wir sind mit ganz vielen Kommunen im Gespräch, auch hier in Rutesheim. Der ADFC ist ja föderal strukturiert, das heißt, ich bin vom Landesverband, ich rede immer mit den Ministerien und wir haben ganz viele Kreisverbände und Ortsgruppen, die mit ihren Rathäusern reden. Ich sag mal hier, mit dem Verkehrsminister Herrmann und mit dem Landrat Bernhard, da haben Sie natürlich auch zwei ganz gute Ansprechpartner, sind beides begeisterte Fahrradfahrer. Wie ist denn da der Kontakt? Der Kontakt ist gut, aber das Schöne ist, dadurch, dass das Radfahren jetzt sehr viel Aufmerksamkeit inzwischen hat, treffen wir in sehr vielen Verwaltungen auf Menschen, die sich fürs Radfahren interessieren und dann unsere Vorschläge aufnehmen. Sie brauche ich ja gar nicht fragen, wie oft Sie mit dem Rad unterwegs sind, wahrscheinlich ständig. Frau Wiedmeier, als Bürgermeisterin wenig Zeit, aber wann steigen Sie das nächste Mal aufs Rad? Auf jeden Fall am Wochenende. E-Bike oder richtig reinhauen? Ja, ich gebe es zu, E-Bike. Das ist ja auch keine Schande. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit mir zusammen über das Radfahren zu sprechen. Und eins sage ich Ihnen, ich werde auf jeden Fall wieder öfters aufs Rad steigen. Ein bisschen Lust habe ich jetzt schon bekommen, aber sehen werden wir uns ganz fahrradfrei nächste Woche. Eine neue Ausgabe von Wir in BB.